So, hallo zusammen. Heute schauen wir uns mal das Thema Teppichreinigung an. Alle Links findet ihr natürlich unter diesem Video zu den beiden Seiten. Bei Amazon könnt ihr natürlich auch gucken, ob die preisgünstiger sind. Und zwar suche ich einen Teppichreiniger. Ich habe mich da schon ein bisschen vorinformiert und es kommen nur diese beiden Geräte für mich persönlich in Frage. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Die Pro- und Kontra-Seiten von beiden Geräten und welchen ich mir dann endgültig dann zulegen werde. Also ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dann haben wir einmal Tineco und Bissell. Von beiden habe ich jetzt schon mehrere YouTube-Videos gesehen. Finde ich beide extrem gut, die Geräte. Aber jetzt gucken wir mal auf das, nennen wir das Kleingedruckte, Wattzahlen, also Saugleistungen und so weiter, was wir da alles da noch so finden können. So, womit fangen wir denn an? Wir gehen jetzt erstmal auf die Teppichreiniger, weil das hier sind ja beispielsweise für Hartbodenreiniger. Moment, hier haben wir, oh, wie ich sehe, sind die Sachen hier sowieso gerade im Angebot. Das ist schön. So, der Bissell hat beispielsweise, hier gibt es auch, wenn man sich anmeldet, nochmal 10% Rabatt, wollte ich mal gesagt haben. Falls es noch keinem aufgefallen ist, steht ja erst seit 2 Minuten da. Der Bissell hat aber meines Erachtens auch kein Display. Dann werden wir die beiden gleich vergleichen. Diesen. Weil die anderen beiden haben Display, das weiß ich schon. Der Carpet One hat ein Display und der Carpet One Pro hat auch ein Display. Damit wir das einfacher jetzt mal vergleichen können. Okay, was fällt uns als erstes auf? Wir müssen dann das Gerät erstmal raussuchen. Die Preise. Der kostet 299 Euro. Wenn wir uns dann da anmelden würden, würden wir also nochmal 10% sparen. Laut Aussage der Seite, also wären wir bei 270 Euro. Und bei dem hier sind wir bei 219 Euro, wobei ich dann auch schon gesehen habe, dass es so Freunde-Links gibt, die werde ich auch unten verlinken dann. Da spart ihr, glaube ich, zwischen 10 und 20 Euro nochmal, je nachdem. Das mal vorab. So. Ja, optisch gesehen, meine persönliche Meinung, finde ich das hier hübscher irgendwie, keine Ahnung, als das hier mit diesem ganzen Rot dran. Aber das ist mein persönliches Empfinden. So. Dann schauen wir mal weiter. Was wir so alles finden. Ja gut, hier sticht mir jetzt schon ins Auge. Der hier hat 800 Watt und der hat 1300 Watt. Also sollte er auch mehr Dreck rausziehen, beziehungsweise auch Wasser wieder rausziehen. So, dann haben wir jetzt hier die Wasserfüllmenge sind hier 3,7 Liter. Nehmen wir mal an, dann zweimal, vermutlich. Und der hatte weniger. Schauen wir mal eben. Also wie gesagt, wenn euch das zu lange dauert im Video, könnt ihr auch gerne die Links unten benutzen. Dann habt ihr die Infos wahrscheinlich schneller. So. Ja, ich finde es jetzt auf Anhieb leider nicht. Also er hat zwei Bürsten beispielsweise und der hat nur eine Bürste. Beide heizen das Wasser auf, das Frischwasser, damit es dann da rauskommt. Das haben wir auch schon gesehen.
Dann an beide kann man hier so Schläuche dran machen, dass man den auch nochmal separat nutzen kann. Das wird dann hier, diese Klappe wird geöffnet, dann der Schlauch da reingesteckt und dann könnt ihr, wie ihr bei dem anderen hier auch sehen könnt, selbe Prinzip. Dann könnt ihr beispielsweise Treppen, Polstermöbel oder sonstiges damit reinigen. Also das ist jetzt nicht nur reine Reinigung von Teppichen, sondern auch Polstermöbel können damit gemacht werden und Auto, wie auch immer. So, haben wir denn auch mal einen Schlauch? Hier steht eine Schlauchlänge, 2,50 Meter. Ich nehme an, der Schlauch wird auch so um den Dreh sein, 2,50 Meter irgendwas. Also haben wir beide schon mal dasselbe. Und ich, jetzt auf dem Bild her würde ich jetzt behaupten, das Fassungsvermögen ist weniger. Das müssten 2 Liter sein. Ja, aber der hier beispielsweise hat auch noch eine Trocknungsfunktion des Teppichs, was er hier nicht hat. Das muss an der Luft trocknen dann in dem Sinne. Und also bei der großen Düse jeweils, ne? Nicht von der kleinen, bei der kleinen ist keine Trocknungsfunktion. Hier, da kommt 75 Grad heiße Luft raus, die dann den Teppich schneller wieder zum Trocknen bringt. Also das ist schon mal immer ein zweiter Pluspunkt, wie ich finde. Also einmal Saugleistung von 1300 Watt finde ich schon mal. Ja, ich kann mich jetzt auch irren. Ich bin da auch ehrlich gesagt Laie, aber für mich klingt das nach mehr Saugleistung, wenn ich 1300 Watt habe statt 800 Watt. So, dann kann der den Teppich auch noch trocknen, ist auch noch ein Pluspunkt. Schlauch haben sie beide mit, dass man Polster machen kann. Ja, 2 Leistungsstufen haben die beide. Einmal hier diese Max-Leistung, also dass da wirklich viel Wasser rauskommt. Und einmal dieses Auto-Clean nenne ich jetzt mal, also wo nur ein bisschen Wasser rauskommt. Von beiden Herstellern gibt es jeweils Reinigungsmittel, also die eigenen Reinigungsmittel. Die Kosten habe ich schon gesehen, ist ungefähr gleich. Also hier ist es 1 Liter, der kostet knapp 20 Euro. Und hier sind es 500 Milliliter, kostet auch knapp 20 Euro. Das ist aber doppelt konzentriert, das ist einfach konzentriert, also kommt ihr auch selber raus. Da werdet ihr ein bisschen mehr reinkippen müssen, da ein bisschen weniger, aber im Grunde genommen ist es dann dieselbe Menge. Also das Gehüpfe gesprungen. Der ist 84 dB, also ja schon ein ganz normaler großer Staubsauger, sprich es ist laut. Sehe ich jetzt hierbei nicht, aber wird wahrscheinlich eh nicht laut sein. So. Ja, die Tanks werden dann hier nach vorne gekippt. Beziehungsweise man muss auf jeden Fall diesen Knopf hier drücken und dann kann man das nach vorne machen. Das hat eine große Öffnung beispielsweise zum Auskippen und ich glaube, der hatte nur eine kleine. Bin mir jetzt nicht sicher. Schauen wir uns mal die Bilder an. Hier ist dann nochmal der Anschluss. Da ist der Knopf, der gedrückt werden muss. Der hat dieser hier auch, aber die höheren Modelle haben diesen Knopf nicht. Die sprühen das Wasser einfach, wenn man nach vorne schiebt und beim Zurückziehen saugt er das wieder auf. Das ist bei dem permanent saugen und sprühen ist nur bei Bedarf, genauso wie bei dem. Hier, das ist das andere Reinigungsmittel von den Böden, Hartböden. Ich meine, das kam 20,99 €, bin mir jetzt nicht sicher. Aber wie gesagt, wenn er ja über die Links geht, dann kriegt er ja jeweils mal Rabatte in irgendeiner Art und Weise.
Oder ihr guckt bei Amazon nach. Könnt ihr gerne auch meinen Link für benutzen. Ja. Also anhand dieser Sachen jetzt, wie gesagt, ich habe mich ja schon leicht informiert über diese beiden Geräte. Das ist eigentlich jetzt nur noch das, nennen wir es Feintuning. Werde ich mich wahrscheinlich für den Tineco entscheiden, weil er mir A, optisch besser gefällt, höhere Saugleistung scheinbar hat und diese, na, wie heißt das nochmal hier? Diesen Föhn darunter hat, damit der Teppich schneller reinigt. Und der Preis halt, ne? Also der hier kam ja jetzt 219 Euro. Ja gut, mit Rabatt kriegst du den dann wahrscheinlich für 209 Euro, sag ich mal. Wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Und also jetzt ohne Reinigungsmittel extern mitgerechnet, einfach jetzt nur das Gerät. Und der wäre dann bei 270, wenn man der Sache hier Glauben schenken kann, dass man dann diese 10% kriegt, wenn man sich da anmeldet. Ja, dann will ich euch jetzt nicht weiter stören, wie auch immer man es sein möchte. Ich hoffe, das Video war halbwegs hilfreich gewesen. Ich dachte, ich teile das einfach mal mit euch und ich werde dann jetzt in die Bestellung gehen. Und wenn ich das Gerät dann hier habe, werde ich dann das nächste Video dazu machen. Ich bin sehr gespannt, was das Gerät hier aus dem Teppich dann rausholen wird. Also es wird dann jetzt definitiv anhand des Preises wird es jetzt einfach dieses Gerät werden, sage ich jetzt mal. Ja. Gut. Das wäre es dazu einfach mal gewesen. Vielleicht war es hilfreich, vielleicht auch nicht. Wenn ihr Erfahrung mit den Geräten habt, bitte, bitte drunter schreiben. Positiv wie auch negativ, alles drunter schreiben, damit man sich ja ein bisschen austauschen kann. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Tricks wegen der Reinigung und so weiter, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Generell jetzt für den Teppich, als auch für das Gerät selber zu reinigen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao!